Hallo und herzlich willkommen zu Alien Isolation. Ich hoffe, warte mal, ganz kurz, ja, genau so, dass wir letztes Mal perfekt gespeichert haben, weil eigentlich dürfte das Alien jetzt genau hinter uns stehen und uns fett in den Arsch bumsen. Weil, also nochmal um es klarzustellen, ja. Warum ist so klar? Wir sind letztes Mal aus dem Spind erfolgreich rausgekommen. Tatsache, man glaubt es kaum. Oh. Egal. Und ist im Raum. Das ist hier drinnen. Ich höre es schon an der Tür. Ich wollte nur gerade sagen, dass ich Sold aufgenommen habe, immer nicht. Es ist gerade in dem Fenster da vorbeigelaufen. Das ist, wir sind unserem Ziel ein kleines Stück näher. Und also jetzt sind wir wieder in der Phase angekommen, wo wir erstmal eine Weile in diesem Spind hier sitzen bleiben, um zu gucken, wie das Alien sich im Raum bewegt. Also S und rechte Maus, das ist Atem anhalten. Das sollten wir eigentlich machen, wenn es vorm Spind steht. Das Problem ist, manchmal bleibt es einfach lange vorm Spind stehen. Ich habe keinen Plan, wo das jetzt ist. Jetzt kommt's rein. Da ist es. Jetzt kommt's rein. Jetzt ist es drin. Definitiv. Ja, komm. Halt's Maul. Es ist noch drin. Es ist noch drin. Also, ich würde mich nicht drauf verlassen, ich bin der Meinung, das läuft, also es ist ja in der Mitte ein Tisch, sieht man ja. Und ich glaube auch, dass das außenrum mal läuft. Es läuft nicht nur an unserer Seite vorbei, das läuft auch, halt die Klappe, das läuft auch, glaube ich, mal um den Tisch rum. Deswegen will ich erst mal gucken, wie das läuft, weil es kann ja sein, dass man so, durch ihre KI, ist ja nur eine KI, ist ja auch irgendwo programmiert im Endeffekt, kann man sein, dass man die KI, und ich will es eigentlich auch mal probieren, diese KI ein bisschen zu verarschen. Es soll gehen. Ich habe mir auch Videos angeguckt, da haben die das Alien irgendwie so festgebackt. Also die haben den, das Alien hat halt den Spieler verfolgt. Und es soll gehen, dass man die KI so ein bisschen austricksen kann, dass du eigentlich vor dem stehst, das dich sieht, aber dann trotzdem irgendwie weggeht. Das würde ich eigentlich ganz gerne mal probieren. Durch die Schabracke an. Das kann schleichen, das Vieh. Jetzt hört man es wieder. Okay, jetzt kommt es, glaube ich, rein. Hinter uns ist kein Kornfeld oder was. Oder was auch immer. Hinter uns ist ein Alien. Ja. Von hier aus hat man beide Türen im Blick. Also so, die zumindest fast. Warte mal kurz, so müssen wir überhaupt. Achso, wir müssen im Endeffekt nur zu dieser Tür raus. Da schleicht übrigens das Alien auch lang. Und müssen in das Büro rein die Schlüsselkarte stibitzen. Oder? Problem ist, ich frage mich gerade, ob ich so einen vielleicht einen Lüftungsschacht hier wieder rausführt, weil das wäre nämlich Bombe. Weil. Boah, ey. Boah, es ist kalt drin, ey.
Kleinen Moment, ich muss mal kurz die Heizung aufdrehen und mir einen Pullover anziehen, das dauert nicht lange. Ja, ich beende die Aufnahme nochmal kurz. Ja, bis gleich. So, frisch zurück. Hier bei Alien Isolation. So, ich habe jetzt mir einen Pullover angezogen. Ich habe jetzt die Heizung nicht aufgedreht. Ja, warte mal, da kann ich eigentlich mal kurz hingreifen. So, auf die 3. Ja, das dürfte klappen. So. Umgebung abscannen. Das Problem ist, also ich weiß, das Alien killt uns. 100 pro. Sobald das uns nun einmal in den Augen hatte, dann sind wir sofort down. Keine Chance. Sobald es uns hört, sobald es uns, na gut, riechen, weiß ich nicht, ob das Teil riechen kann. Ich bezweifle es mal. Aber das kann 100 pro sehen. Es kann 100 pro riechen. Nein, riechen kann es nicht. Es kann, ich kann es nicht schmecken. Nein, es kann uns aber sehen und hören. Das Problem ist, das Vieh ist so gerissen, es kann schleichen. Das heißt, ich wette mit euch, es schleicht noch rum. Es ist nicht in den Lüftungsschächten, weil das habe ich nicht gehört. Es ist 100 pro da draußen und bleibt. Und das dumme Ding ist ja auch noch so, ne? Das bleibt einfach mal stehen. Bewegt sich erstmal so 5 Minuten gar nicht. Ja. Und ohne Witz, ich muss euch jetzt mal so sagen, wie es ist. Wisst ihr, wie lange wir schon Alien Isolation als Let's Play haben? Und wir sind noch nicht mal bei Folge 20. Das ist eigentlich voll witzig, ne? Eigentlich ein Let's Play, wenn du mal so denkst, Gronk, Pizmeet, Sarazar, sowas. Die machen Let's Plays, die laden jeden Tag eine Folge von so einem Spiel hoch. Ich mach das nur zweimal in der Woche. Eigentlich ziemlich witzig. Ich will das aber auch so machen. Es ist okay, dass es ein bisschen länger geht. Ich denke mal, dass wir bis zum neuen Zelda-Teil definitiv fertig mit dem Spiel sind. Will ich auch mal fett hoffen, weil ich habe keinen Bock. Also ich meine, das Teil haben wir fast, was weiß ich, wie viele Monate. Ich muss mal nachgucken, wie viele Monate wir das haben. Sage ich euch dann in der nächsten Folge, wenn ich sie nicht vergesse. Ja, Minecraft habe ich schon in Salt erklärt. Darum, ich rede jetzt mal so ein bisschen, ja. Weißt du, diese Spindfolgen sind toll zum Reden. Das Dumme ist, ich glaube, wenn du mir so eine Situation hast, dass das Alien uns ein bisschen sucht, was eigentlich gerade nicht tut, siehst du, es ist wieder die Sache. Letztes Mal habe ich gesagt, das Alien ein bisschen aggressiver beim Zoom. Heute ist es sehr passiv. Defensiv. Ja, es ist sehr passiv. Nein, heute ist es sehr defensiv. Meine Fresse. Ah, Leute. Dass wir da immer eine Folge machen, wo wir im Spind hocken oder irgendwo hocken und uns erstmal die Lage angucken. Das ist, ich brauche mindestens eine Folge. In der zweiten Folge bin ich dann, also ich nehme jetzt heute wieder 2 Folgen auf, bin ich der Meinung, gehe ich raus und werde probieren, die Schlüsselkarte zu holen. Wenn wir drauf gehen, scheißegal, ich meine, gut, der Weg von dorten, wisst ihr, Leute, ich habe keine Facecam an. Ich habe auch keine Facecam eigentlich. Und zeige mit meinem Finger in die Richtung, wo der Safe Point ist. Also quasi da drüben, ne? Und der Weg ist jetzt auch nicht so ultra weit. Ich habe so irgendwie das stumpfe Gefühl. Es ist wieder so, sobald ich die Tür aufmache, hört man schon das Alien. Fängt an, hier wieder Hardgas zu geben. Ist in dem Raum eine Lüftungsschlucht? Ne, das kann man hier rüber nicht erkennen, oder? Was war nochmal? E-Legende von Interesse. Was liegt denn da von Interesse? Keine Ahnung. Ich will es mir mal eigentlich angucken. Ein Drecksvieh. Ist das ein Drecksvieh? Eine Hure. Ihr klappt's nicht. Aber das ist schon ein ganz schön dummes Drecksvieh. Weißt du, es war mir so klar, sobald ich da. Wo ist es denn gerade?
hau ab. Oh, das hat uns, glaube ich, gesehen. Ich höre es noch. Jetzt muss man aufpassen, das steht noch hier draußen. Ich habe eigentlich mal so ein bisschen Lust jetzt eigentlich in das Ende so ein bisschen. Ich muss mal kurz meine Wii U wegschieben, also mein Gamepad. Das stört mich ein bisschen. Was ist denn das da? Maustaste und S ist Luft anhalten. Rechte Maustaste und S ist bei mir nicht Luft anhalten. S. Rechte Maustaste und S. Ich hab's doch gerade noch gehört, es ist wieder nicht in die Lüftungsschächte. Das heißt, es. Wisst ihr, was das Geräusch ich gar nicht mag in dem Spiel? Dieses Klappern, ne? Weil das erinnert mich immer an das Alien aus den Alien-Filmen. Das hat auch immer dieses Geräusch gemacht. Das Dumme ist, ich weiß, es steht doch hier irgendwo, weißt du, entweder hinter uns, also hier, hinter dem Spind, ne, also auf der anderen Seite der Wand natürlich, hinter dem Spind, oder es steht hier irgendwo in diesen, ich kann es ja kurz auf der Map zeigen, ja, entweder es steht hier, hier kann es uns aber allerdings nicht außer hier reinkommen, oder es steht ja natürlich hier, oder, also im Lüftungsschacht ist es nicht, ich habe es nicht gehört, dass es in die Lüftungsschacht rein ist. Oh, rein da! Doch, es ist drin. Jetzt ist es rausgekommen. Oder? Ich muss kurz mein Headset lauter machen. Leben rauskommen, ey. Also aus dem Spind. Na, Xeni. Du alte Sau. Der gute alte Xenomorph. Ach so, nee, man kann glaube ich nur Luft anhalten, wenn das Alien da ist, oder? Das hat uns gehört. Wir sind down. Wir sind down. Wenn wir uns im Spind bewegen, hört uns das. Mm-mm. Geh weg. Geh weg. Ich bin nicht im Spind, ja? Es schleicht sich an. Gleich rammt er seine Hand gegen die Tür und dann sind wir weg. Ja, es schleicht sich zum Spind. Ich weiß das. Geh weg. Ich würde mich gleich so monstermäßig erschrecken, wenn die Hand angeflogen kommt und die Tür rausreißt. Das macht wieder ihr seinen Bekannten. Ich warte einfach mal, bis sich wieder was bewegt. Move. Oh, ich muss die Folge wenden. Wir sehen uns natürlich gleich wieder. Es geht natürlich weiter mit einer zweiten Folge. Logischerweise bis dahin aber. Ciao, bis gleich. Tschüssi.